Logic 10.5 ist da. Alle Neuheiten gibt's jetzt in diesem Video. Bleibt dran! Logic 10.5 ist raus und es ist ein Major Update. Sehr viele neue Funktionen, neue Synthesizer, neue Samples, ein Step Sequencer und über 2500 neue Loops und wie immer alles kostenlos. Der Hauptfokus bei diesem Update lag auf Beatproduktion, Sampling und Live-Looping. Es gibt also extrem viel Neues zu erkunden. Sieh dieses Video deswegen bitte nur als kurzen Überblick über alle neuen Funktionen. Übrigens, wenn du dich für Logic interessierst, Apple hat gerade eine riesen Aktion. Für 90 Tage kannst du die Vollversion von Logic Pro 10 ohne Einschränkungen testen. Wenn dich das interessiert, ich habe es unten verlinkt. Jetzt geht's aber los mit der ersten Neuerung in Logic 10.5. Viel Spaß. Ich fange mal an mit dem Drum Machine Designer. Das ist jetzt nicht eine wirkliche Neuerung, der sieht noch genauso aus wie vorher, mit dem Unterschied, dass Quick Samples unter dieser Maske hier ist und nicht mehr Ultra Beat wie vorher, das uralte Ultra Beat. Es sieht alles noch so aus wie vorher. Es gibt ein paar kleine Neuerungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Kick gehe, dann siehst du hier im Bereich Sampling hat sich einiges getan. Ich kann also die Samples hier direkt auch visuell als Audio-File hier sehen und kann es auch bearbeiten. Ich kann es also kürzer machen oder länger machen. Ich kann es direkt anspielen. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen den Fade-In gemacht. Du kannst das also hier sehr viel genauer bearbeiten und du kannst natürlich auch eigene Samples hier draufziehen. Und das geht folgendermaßen, ich suche mir hier mal ein Sample raus, mein Bass-Sample, den kann ich jetzt hier einfach draufziehen, zack, hier ist er und ich kann hier anspielen. Und ich könnte ihn jetzt auch einer Taste zuweisen und zwar über die Note-Lernen-Funktion. Ich habe hier meinen Bass, ich schlage hier eine Keyboard-Taste an. Und jetzt bin ich hier bei C4. Ja? Und so kannst du ganz schnell einfach diese Pads hier mappen auf die Taste, die du haben möchtest. Das war es im Prinzip schon vom Drum Machine Designer. Er sieht, glaube ich, noch ein bisschen besser aus. Die Farben hier sind auch verbessert, gefällt mir gerade auf. Aber wie gesagt, es ist der Quick Sampler, den schauen wir uns gleich an drunter und nicht mehr Ultra Beat. Wenn wir schon beim Drums programmieren sind, dann kommen wir gleich zum zweiten Highlight und das ist der Step Sequencer. Den kannst du anschalten, wenn du hier mit Rechtsklick drauf gehst oder mit Command-Klick, ich weiß nicht, weil ich habe eigene Tastatur, kurz Befehle, und dann hier auf Pattern-Region erstellen. Und dann hast du etwas, was dir vielleicht bekannt vorkommt von einer anderen DAW. Vielleicht kannst du es erraten. Ja, dieser Step Sequencer ist zum Beat Programming gemacht und ich sehe das mal als klaren Frontalangriff auf FL Studio. Vielleicht, wenn du in YouTube viel unterwegs bist, hast du die ganzen Kids gesehen, die mit FL Studio in diesem internen FL Studio Step Sequencer innerhalb von einer halben Stunde irgendwie 20 Beats raushauen. Und Beats programmieren konntest du mit Logic auch schon immer. Aber es war ein bisschen umständlich, weil so ein direkter Step-Sequencer war nicht drin. Außer bei Ultra Beat selber. Und dieser Step-Sequencer sah sehr komisch aus und war so dinosauriermäßig. Der ist ja auch schon von 2005. Deswegen jetzt der neue Step-Sequencer und der ist wirklich richtig krass. Ich habe mir hier die Beat Machine reingeladen. Das ist von Electronic Drum Designer einfach ein Preset. Und das habe ich mir hier reingeladen. Und jetzt können wir hier schon anfangen zu programmieren. Du siehst hier 16. Raster, ja, immer Vierergruppen. Ich kann es auch in 32 Schritte hier oben dann erweitern. Aber ich bleibe mal bei der Vierergruppe. Und jetzt probieren wir einfach mal ein Beat hier zu programmieren. Hier ist meine Bassdrum, die zeichne ich ein. Okay, Snare Drum auf 2 und 4. Die weißen Dinger, die hier durchlaufen, da bist du dann jeweils. Machen wir noch eine Hi-Hat. Das ist auch recht einfach. Die Hi-Hat, die geschlossene, kann ich hier einfach anklicken und durchziehen. Zack. Und das war früher schwieriger im Piano-Roll-Editor war das schwierig, weil du da immer mit dem Brush-Tool rumziehen musstest und sowas. Das brauchst du jetzt alles nicht mehr. Genauso kann ich es übrigens auch wieder löschen. Einfach hier nehmen, oder? Ja, genau, wieder löschen. Ups. Das weiß nichts. Okay, bin noch nicht so geübt. Okay, dann können wir hier vielleicht noch eine Open Hi-Hat einbauen und hier am Schluss auch nochmal. Okay, den machen wir so rum. Und jetzt wird es richtig tricky, denn wenn du jetzt hier unten auf diesen Pfeil klickst, dann eröffnen sich für die betreffende Spur noch mehr Möglichkeiten. Was ich jetzt machen kann, ist zum Beispiel die Notenwiederholung. Das ist richtig genial gemacht. Wenn ich jetzt so Rolls für Trap Beat oder
für so moderne Beats, Beatproduktion brauche, dann kann ich hier Notenwiederholung eingeben. Und wenn ich in ein Kästchen klicke, kann ich diese Noten jetzt hier hochziehen. Siehst du das? Jetzt kann ich hier aus einer Note 4 machen und bekomme dann hier diese typischen Hi-Hat-Rolls für Trap-Beats und ähnliches. Das hört sich so an. Okay, geht ruckzuck. Und wenn du hier auf Bogen gehst, dann kannst du auch Noten, zwei so Kästchen verbinden. Ja, jetzt habe ich die verbunden. Ich kann wieder die Notenwiederholung hochfahren und bekomme dann zum Beispiel Triolen. Hört sich schon gar nicht schlecht an. Wir können jetzt hier die Velocity verändern. Das siehst du hier. Einfach hier ziehen, dann wird das hier lauter und leiser. Ich kann den Roll hier zum Beispiel höher machen. Machen wir hier mal eine lautere Velocity, hier ein bisschen leiser wieder. Hier vielleicht auch noch Notenwiederholung. Machen wir hier auch einen Roll. Und hier auch ein lauter. Mal sehen, wie es jetzt klingt. Okay, nicht schlecht. Vielleicht zu guter Letzt noch ein Clap dazu. Geht recht zügig. Was auch sehr, sehr cool ist, ist, du kannst hier die Hi-Hat zum Beispiel rückwärts laufen lassen oder einzelne Elemente rückwärts laufen lassen. Das ist auch recht krass. Ich kann jetzt zum Beispiel das hier vorwärts laufen lassen und die Hi-Hat aber rückwärts laufen lassen. Das heißt, Bassdrum und Snare-Drum laufen jetzt vorwärts ab und die Hi-Hat läuft rückwärts ab. Also dieser neue Step-Sequencer hier, der übrigens auch sehr, sehr schön designt ist, ist mit Sicherheit eines der neuen leistungsstärksten Features hier bei Logic 10.5 und er wird vor allem die Herzen von Beat-Produzenten oder Trap-Produzenten höher schlagen lassen. Also absolut überzeugendes Teil auf jeden Fall. Bleiben wir gerade mal bei den Drums und hier gibt es einen neuen Synthesizer. Kein großer, aber das ist ein Drum-Synthesizer. Hier geht es nur um Drum-Sounds und das ist dieses Teil hier sehr, sehr übersichtlich. Erinnert so ein bisschen an Studio Strings und Studio Horns, nur eben für Elektronik-Drum-Kits. Du hast hier deine Kick zum Beispiel. Das ist jetzt ein einzelnes Instrument hier. Und ich kann hier die Kicks durchwechseln oder ich kann durch verschiedene Bänke wechseln. Das ist jetzt meine Kick. Die könnte ich hier direkt kurz ändern. Aber es gibt nicht nur diese Kicks, ich kann jetzt hier zum Beispiel, hier oben war es genau, ich kann hier durch Kickbanks mich durchklicken oder zum Beispiel auch durch Snarebanks und Snares und Claps. Kann die hier pitchen und so weiter und kann hier den Ton eben shapen und kann mir hier meine eigenen elektronischen Drumkits zusammenzubauen. Das war es im Prinzip davon schon, aber ich finde auch, das ist ganz gut gemacht und das ist vielleicht, wenn du eher so arbeiten möchtest, dass du für jedes Schlagzeuginstrument, wie du es von einem akustischen Drumkit gewohnt bist, eine einzelne Spur möchtest, dann ist das Teil ganz gut. Mit sowas werde ich wahrscheinlich eher dann arbeiten und damit geht es schon weiter zum nächsten Feature. Und das ist der Quick Sampler. Das ist ein kleiner Sampler und der erinnert so ein bisschen an Serato Samples, was ich beim letzten Sampling-Video vorgestellt habe. Ich glaube, da hat Apple so ein bisschen gewildert. Es sieht so ein bisschen so ähnlich aus, wirst du gleich sehen. Ich gebe dir mal nur einen ganz kurzen Überblick. Du hast hier verschiedene Sample-Modi. Also das musst du ausprobieren. One-Shot ist eher für einzelne Sounds. Slice ist, wenn du was Größeres reinziehst, wie Drum-Loops, was wir gleich machen. Recorder ist auch sehr lustig. Du kannst hier, ich könnte jetzt hier über mein Mikrofon direkt was recorden. Oder wenn du eine Gitarre hast, drückst du einfach auf Record. Und kannst dein Sample direkt da reinladen und nachbearbeiten. Das ist interessant, das zeige ich dir mal in einem späteren Video. Ich bleibe jetzt mal bei Classic oder beziehungsweise bei Slice, das ist egal. Wir ziehen erstmal den Loop rein und hier unten die LFO-Filter und Pitch und Amps und so weiter. Das ist nur, um den Loop nachher zu shapen, im Ton zu formen. Das zeige ich dir auch nochmal in Intensiv-Tutorials dann. Jetzt aber erstmal ziehen wir einfach mal vielleicht hier diesen Break rein. Daybreak 2, ich glaube, das ist ein Drum-Sample. Und dann fragt er dich, ob du das Original mit dem Original arbeiten willst oder ob er es schon voroptimieren soll. Was das genau bedeutet, weiß ich noch nicht genau, werde ich aber rauskriegen. Ich gehe mal bei Optimiert rein und jetzt ist dieses Sample hier schon reingeladen. Ja? Wenn ich jetzt auf Slice gehe, dann hast du hier, und das sieht sehr verdächtig nach Serato-Samples aus, dann hast du hier die Slices. Und kannst auch schon jetzt, und es ist auch schon gemappt, was auch sehr cool ist. Das siehst du hier, ich kann hier die von diesem
von diesem Loop, der klingt so. Kann ich jetzt die einzelnen, er teilt es hier bei Slice, bei den Transienten, oder was er meint, was Transienten sind, die kann ich jetzt über mein MIDI-Keyboard schon abspielen. Okay, und du kannst die Samples dann auch, ich glaube über Rechtsklick, genau, kannst du die auch also löschen einfach. Und du kannst sie auch verschieben, wenn er es nicht richtig rauskriegt, ja. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil gegenüber dem EXS24 oder auch mit Alchemy. Das Sampling fand ich ganz gut, aber so, das ist jetzt so ein richtiger Sampler für auch für Drumloops und so wie man das eigentlich kennt, schon seit Jahren. Und hier kann man jetzt auch richtig arbeiten mit dem Sampling, mit Loop-Sampling und Drum-Sampling. Auf die Sachen hier unten gehe ich noch genauer ein. Und jetzt geht's weiter, und zwar zum Sampler. Genau, wir waren gerade beim Quick-Sampler und jetzt kommen wir zum Sampler. Das ist auch wieder sehr kreativ, der Name. Und dieser Sampler ist nichts anderes als der alte EXS24. Den EXS24 wirst du vergeblich suchen in deinem neuen Logic 10.5. Das hier ist der EX24 oder beziehungsweise das, was noch davon übrig ist. Du kannst hier verschiedene Ansichten wählen, wie du möchtest. Wichtig ist jetzt Mapping gleich. Und du kannst hier auch über Zonen mappen. Hier können wir wieder Loops reinziehen, was wir gleich machen. Keine Angst, du kannst deine Lieblingssounds hier oben immer noch auswählen. Und zwar über Factory. Dann gehen wir hier auf Synthesizer, Synth Pads zum Beispiel. Kannst du dir hier deinen Lieblingssynthesizer, den du immer hattest, aussuchen. Und der wird auch noch funktionieren. Aber du kannst natürlich auch neue Sounds reinladen. Ich habe hier wieder mein Bass-Sample, das ziehe ich hier rein, zack, und er ist auf C1. Ich habe es jetzt nicht auf Zonen gesampelt, sondern nur diesen einen Sound hier. Und jetzt kann ich auch hier wieder zum Beispiel ein Fade-In machen oder kann den hier croppen, also schneiden. So wie in einem Drum-Sampler auch, in einem Drum-Designer. Und du kannst hier auch Zonen festlegen, hier unten dann, falls du das Instrument über die ganze Tastatur spielen möchtest. Auch das erkläre ich dir in einem späteren Tutorial. Das ist also der neue EXS24, sieht wesentlich übersichtlicher aus und ist auch für Sampling viel besser geeignet. Weiter geht's mit dem nächsten Highlight, und das ist Remix FX. Da hat Logic bei Ableton ganz schön gewildert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Nachahmung von dem Push F2, wie das bei Ableton Live heißt. Und hier kannst du, das ist mehr oder weniger ein DJ-Tool, und hier kannst du im Live-Modus sozusagen deinen Loop hier manipulieren. Du hast hier verschiedene Möglichkeiten. Ich stelle jetzt hier einfach mal Delay ein. Und hier kannst du Orbit, das sind auch verschiedene Manipulationsmöglichkeiten. Ich nehme hier mal Wobble. Und jetzt hast du hier Möglichkeiten, diesen Loop, der hier läuft, in Echtzeit zu manipulieren. Da kommen wir jetzt schon in die Nähe des Live-Loopings, dafür ist das nützlich. Das kann man, mache ich jetzt mit der Maus. Besser ist es aber über die Remade-Control mit dem iPad. Da kannst du mit den Fingern direkt dann das machen, was ich jetzt gleich hier mit der Maus mache. Da mache ich aber nochmal ein extra Video dazu. Also probieren wir es mal aus. Ich manipuliere jetzt direkt hier in Live sozusagen diesen Loop direkt mit diesen Manipulationsschaltern hier. Das ist wie so ein DJ-Mischpult so ein bisschen. Der geborene DJ und schon gar kein Live-DJ, aber du hast in ungefähr eine Vorstellung, um was es hier geht. Macht auf jeden Fall viel Spaß, auch wenn es mal sonntags regnet und man richtig viel Langeweile hat und du kein DJ bist, kannst du hier mit sehr viel Spaß haben. Ich habe jetzt nicht probiert, ob man das live auch aufzeichnen kann, was man da manipuliert, habe jetzt tatsächlich vergessen. Muss ich mal probieren. Auch das schauen wir uns in dem Intensiv-Tutorial nochmal genauer an. Was hältst du bisher von den neuen Features in Logic 10.5? Ist das richtig cool? Ist der Angriff auf FL Studio und Ableton gelungen? Ja, nicht ernst nehme ich mal so als Spaß, aber Logic hat da ordentlich gewildert. Schreib es mir bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren.
Und jetzt kommen wir tatsächlich weiter zum Live-Looping. Um in die Live-Loop an sich zu kommen, musst du hier diesen Button drücken, hier oben diesen Knopf, dieses Knöpfchen, und dann hast du hier Live-Loops. Ich habe hier schon welche reingezogen. Du hast jetzt hier trotzdem noch die andere Ansicht, die kannst du aber auch abschalten, ja? Und wenn du die dann wieder zurückfahren willst, in die normale Logic-Ansicht, machst du das einfach so. Oder du kannst eben, wie gesagt, beide. Wenn ich jetzt hier Spuren drin hätte, also eigene Samples, könnte ich die hier reinziehen und dann auch hier drin direkt bearbeiten. Wir bleiben jetzt aber mal nur in der Live-Loop-Ansicht und ich öffne mir hier meine Apple Loops, von denen es übrigens auch 2500 neue gibt, mal so kostenlos nebenbei. Und das funktioniert so, dass du diese Loops einfach hier reinziehst. Ich kann den jetzt hier anspielen. Ah, nee. Zum Beispiel den hier. Den nehme ich jetzt, ziehe ihn hier rein, zack, und dann kann ich ihn hier drin abspielen. Ups. Ich kann es auch noch nicht so gut. Beschäftige mich auch seit 2 Stunden damit. Und was du jetzt machen kannst, ist das Arrangieren. Das heißt, wenn du jetzt arrangieren möchtest, kannst du ein Arrangement aus verschiedenen Loops erstellen oder Samples und kannst dann hier so vorgehen wie in verschiedenen Spuren auch, ja. Das heißt, ich kann hier alle Loops, die zueinander passen, kann ich hier übereinander legen und hier unten dann über diesen Pfeil abspielen lassen. Ja, ich habe hier unten auf die Pfeile gedrückt. Und dann sind jeweils die Loops, die hier übereinander, oder Samples, die übereinander lagen, sind hier abgespielt worden. Ja? Für das Live-Looping richtig spannend ist es aber auch, wenn du die Sachen hier durcheinander abfahren kannst. Das heißt, ich kann die jetzt auch manuell ansteuern. Ich kann jetzt dieses Transpad ansteuern und kann jetzt entscheiden, was ich dazu laufen lassen möchte. Also auch aus einem anderen Raster, zum Beispiel das und das. Okay, ich lasse nur mal das laufen und schalte dann andere Sachen dazu, unabhängig von der Zeitleiste, in der sie jetzt sind. Ja. Auch nicht der geborene Live-Performance-Künstler, leider. Ist nicht mein Metier, aber nur damit du siehst, um was es hier geht. Also auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, kann man viel mitmachen und werde ich mich mit Sicherheit in nächster Zeit auch mehr damit beschäftigen. Wenn du effizienter in Logic Pro X arbeiten möchtest, empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste, die habe ich unten im ersten Kommentar angepinnt, lade dir auf jeden Fall runter, das wird dir schon mal viel bringen, auch für den Einstieg, wie du Logic besser für dich einstellst. Ich freue mich auf viele weitere neue Tutorials. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder ein neues Abo. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!